Sind Poldi, Klinzi und Co. schuld am Rechtsruck in Deutschland? Steile These, aber da könnte schon was dran sein. Die Bundeszentrale für politische Bildung greift unser Sommermärchen an. Die WM 2006 hat den Aufstieg der Rechtspopulisten in Deutschland gefördert. So die Bonner Behörde in einem Internetclip. Die Fans zeigen die rote Karte. Ist völliger Blödsinn. Da werden Äpfel mit Bieren verglichen. So ein Quatsch, ne? Also, dass man Flagge zeigt, heißt ja nicht, dass man sofort nach rechts rückt. Und ich denke mal, das war einfach Patriotismus. Die Flaggen gehören dazu, Deutschland zum Feiern dazu. Auch die damalige Feierlaune gerät in dem Video in die Kritik. Schwarz-Rot-Gold im Abseits. Ein neues Phänomen entstand. Fans trafen sich gemeinsam zum Public Viewing in Deutschlandfarben. Party-Patriotismus wurde das genannt. Die Party war im Halbfinale zwar vorbei, aber die Patriotismus-After-Hour, die ging weiter. Auch außerhalb vom Fußball. Etwas weniger als 10 Jahre später laufen mit Pegida patriotische Europäer mit Deutschlandfahnen durch Dresden. Die Bundeszentrale für politische Bildung soll vor allem das politische Bewusstsein fördern. Ziel ist es, die Menschen im Land zu motivieren, aktiv an der Demokratie teilzunehmen. Die Behörde wird aktuell mit rund 95 Millionen Euro Steuergeld pro Jahr unterstützt. Damit werden auch der Wahl-O-Mat oder Infozeitschriften rausgebracht. Die Zentrale muss eigentlich neutral bleiben. Professor Norbert Kersting hat eine eigene Studie zur WM 2006 durchgeführt, mit einem komplett anderen Ergebnis. Seit 2006 sehen wir, dass zum Beispiel auch in Bezug auf Ausländerfeindlichkeit die Zahlen deutlich zurückgegangen sind. Da war es in den 80er, 90er Jahren und auch in den Anfang der 2000er doch deutlich anders. Mittlerweile haben wir viel weniger Gruppen, die ausländerfeindlich eingestellt sind. Und trotzdem heißt es im Clip, die rechtsextreme Organisation Pegida sei erst der Anfang gewesen für eine Radikalisierung der Rechten in Deutschland. Ohne die WM 2006 wäre das alles nicht passiert. Wenn ich Tausende von Menschen, zigtausende sehe, die ihre eigenen Flaggen gemeinsam schwenken. Das ist für mich ein Zeichen des Friedens und der Toleranz. Und deshalb, nur, man kann sprachlich heute alles sagen. Ja, ich kann die größte Absurdität behaupten. Wahrscheinlich findet man auch immer einen kleinen Kreis, der das gut findet. Aber das hat jetzt, Sie haben mich ja gefragt, mit Wissenschaft und mit Realitätsbezug wenig zu tun. Die Kritik ist riesengroß. Dem Bundesinnenministerium als Aufsichtsbehörde ist das Video peinlich. Auch deshalb löscht die Bundeszentrale für politische Bildung den rund 6.000 Euro teuren Clip. Die Behörde gibt RTL West kurz vor der Sendung ihr erstes Fernsehinterview zu dem Thema und zeigt Einsicht. Das war ein Fehler, das entsprach nicht unseren Qualitätsstandards, wie wir sonst arbeiten. Wir arbeiten sonst sehr ausgewogen, wir wollen die Vielfalt der verschiedenen Positionen darstellen. Fast alle von uns, von Ihnen kennen Sie wahrscheinlich die Informationen zur politischen Bildung oder tausende von anderen Produkten. Das ist unser Anspruch. Im Video ist auch Politikwissenschaftler Clemens Heni zu sehen. Auf dessen Aussagen berief sich das Video. Ich sehe darin jetzt überhaupt nichts Problematisches. Das kann ja kontrovers diskutiert werden. Aber dass man dann einfach die Meinungsfreiheit ausstellt oder die Pressefreiheit ausstellt und sagt, die Videos werden gelöscht, finde ich sehr ungewöhnlich und sehr undemokratisch. Undemokratisch finden die allermeisten Fans das mittlerweile gelöschte Video. Denn vielleicht bringt die Freude nach Farben und Fahnen Deutschland nicht nach rechts oder links, sondern einfach nach vorne.